Der Kursaal in der Passer Stadt Meran, 13. gemeinsame Sitzung der Landtage von Tirol, Südtirol und Trentino. Der Südtiroler Landtagspräsident Josef Nogler erinnerte gleich bei der Eröffnung der Sitzung daran, dass auch die erste gemeinsame Sitzung der Landtage von Tirol, Südtirol und Trentino am 21. Mai 1991 in Meran stattgefunden hat. Verkehrs- und Umweltpolitik, Katastrophenschutz und die Veranstaltung gemeinsamer Events waren die Hauptthemen der Sitzung. Alle zwei Jahre wird der Dreierlandtag gemacht. Der Dreierlandtag behandelt im Allgemeinen Themen, die Anliegen der drei Länder sind, also der drei Landtage sind. Wir haben seit 1991, wo zum ersten Mal der Landtag getagt hat, 223 Beschlüsse gefasst. Von diesen 223 Beschlüssen wurden nur 15 Beschlüsse nicht umgesetzt. Alle übrigen Beschlüsse wurden umgesetzt, in modifizierter Form oder teilweise umgesetzt. Auf jeden Fall gibt es einen sehr hohen Grad an Umsetzung von diesen Beschlüssen. Und deshalb sind wir zufrieden, tagen auch sehr gerne, diskutieren sehr gerne, was die gemeinsamen Probleme anbelangt. Zwischen 1991 und 2016 sind in den gemeinsamen Sitzungen 213 Beschlüsse gemacht worden und nur 15 davon sind nicht umgesetzt worden. Ein Beweis dafür, wie konkret die Arbeit des Dreierlandtags ist. Was mich besonders freut, ist, dass wir neben vielen Anträgen drei Hauptanträge haben, die von allen drei Landtagen gemeinsam getragen wird. Gerade das Thema Verkehr ist natürlich sehr ein emotionales und wichtiges, aber auch gerade das gemeinsame Naturgefahrenmanagement, dass wir das weiterentwickeln, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Notfällen gut funktioniert, das tut sie jetzt schon, aber dass sie auch rechtlich die richtige Basis hat, sind für mich aus all diesen Themen sicher sehr zwei entscheidende. Die Bedeutung einer Zusammenarbeit auch auf legislativer und nicht nur auf exekutiver Ebene ist gerade von den Landeshauptleuten der drei Länder unterstrichen worden. Ja, der Dreierlandtag ist natürlich die Gelegenheit, dass wir uns auf gemeinsame Zielsetzungen, Strategien und Maßnahmen einigen. Im Mittelpunkt stand auch heute wieder die Verkehrspolitik. Es geht um die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene. Dazu braucht es Kostenwahrheit auf der Straße durch eine entsprechende Maut und auch die Vermeidung von Billigpreisdiesel für Lkw. Genauso braucht es einen Ausbau der Schieneninfrastruktur, Zulaufstrecken und Verladebahnhöfe. Wir haben aber auch über andere Dinge gesprochen, zum Beispiel die Erderwärmung, die notwendigen Maßnahmen, die wir selbst treffen können und auch die Forderungen, die wir an die Staaten und die Europäische Union stellen. Eine gemeinsame Strategie für den Brenner Korridor, die Organisation von Veranstaltungen zur Bewerbung von typischen Produkten und zur Bekanntmachung der Traditionen aller drei Landesteile, eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Europaregion im Naturgefahrenmanagement. Das sind die drei Anträge, die von der Versammlung einstimmig angenommen wurden. Dieser Dreierlandtag hat eine ganz besondere Bedeutung. Das ist eine europäische Einmaligkeit, dass drei Landtage von drei Regionen zusammenkommen und gemeinsame Sachen machen. Hat auch mit der Historie etwas zu tun. Wir waren ja früher beisammen und vor 100 Jahren ist diese Zusammenarbeit schmerzhaft getrennt worden und das war damals ein Unrecht. Heute haben wir viele Beschlussfassungen vor. Einerseits, was die gemeinsame Vorgangsweise beim Transitverkehr betrifft. Andererseits gemeinsames Naturgefahrenmanagement bis hin zu einer Initiative im öffentlichen Personen- und Nahverkehr, wo wir ein gemeinsames Jahresticket zustande bringen wollen. Und natürlich geht es um Schulpartnerschaften, es geht um Partnerschaften zwischen den Gemeinden. Und so haben wir also sehr, sehr viel vor. Und ich bin der Überzeugung, dass viele Punkte auch dann letztendlich umgesetzt werden können. Denn das ist dann das Wichtigste. Nicht nur die Beschlüsse, sondern die Umsetzung. Der Erfolg dieses Dreierlandtags ist einer tatkräftigen parlamentarischen Arbeit zu verdanken, mit dem Ziel, wichtige gemeinsame Initiativen für die Zukunft der drei Länder zu ergreifen. Dank dieser Zusammenarbeit hat man den Konsens für diese so wichtigen Anträge gefunden und kann so konkrete und fruchtbare Arbeit leisten.